Herr Präsident, Herr Bundesminister, aufgrund unseres der wenigen Zeit, die uns noch verbleibt, noch ein paar Gedanken zu den vorliegenden Anträgen. Der Antrag von uns zu den akustischen Warnsignalen bei den E-Fahrzeugen, der ist eben genau deshalb gestellt worden, um hier Bewusstsein zu schaffen für die Gefahren, die von diesen Fahrzeugen ausgehen. Ich bin selbst bereits mit einem E-Auto gefahren und wie ich durch die Stadt gefahren bin, musste ich wirklich feststellen, dass Fußgänger sehr überrascht sind, wenn man mit diesem lautlosen Auto kommt. Und ich glaube, es ist richtig und wichtig, in diese Richtung entsprechende Regelungen zu finden. Und wir wollten eben das Bewusstsein dafür schärfen und vor allem dafür sorgen, dass diese Regelungen auch schneller kommen. Was wir nicht wollten und was auch nicht die Intention des Antrags war, ist, dass man sozusagen den Geräuschpegel auf Autobahnen und im Freiland hebt, sondern wirklich für den Betrieb im Stadtbereich. Zum Antrag vom Kollegen Willi, wo es um den Abgasskandal geht, war mir vollkommen klar, dass es in Wirklichkeit nur ein Vehikel der Grünen ist, um Kohle von der Melkkuh der Nation vom Autofahrer zu bekommen und hier grüne Umweltpolitik zu finanzieren. Das war Kollege Willi ganz offensichtlich. Deshalb werden wir diesem Antrag, der in Wirklichkeit den Konsumenten und der Wirtschaft schadet, auch nicht zustimmen. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Wechselkennzeichen und zur Vignette. Ich habe hier, der Kollege Schellenbach hat das ja bereits ausführlich erklärt, worum es uns hier geht und warum wir hier auch mitstimmen werden. Nur ein Gedanke noch dazu, eine Ungerechtigkeit gibt es noch, und zwar es gibt noch immer nicht das Wechselkennzeichen Auto, Motorrad. Also hier werden wir freiheitliche dranbleiben und ich hoffe, Herr Bundesminister, dass wir auch hier noch eine Lösung finden können. Abschließend zu 110 Stundenkilometern auf der Autobahn, Kollege Hagen. Wir werden diesen Antrag nicht unterstützen. Ich verstehe auch hier die Intention des Antrages. Man soll diese Lastwagenrennen verhindern, aber trotzdem halte ich es für gefährlich, dass man, und ich glaube, es gab vorher einen Zwischenruf von Seiten der SPÖ, dass man hier sozusagen im dichten Nebel oder bei Schneetreiben 110 Stundenkilometer verordnet. Ich glaube, das ist noch nicht ganz fertig gedacht worden. Dankeschön.